Elektromobilität XXL. Wie kommt ein E-Bus im Winter voran? Und wie kann man eine ganze E-Bus-Flotte eigentlich laden? Das und mehr zeigen wir jetzt. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von E-Mobilität am Punkt. Gary, kennst du den Paulchen-Panther-Spruch? Da gibt es viele. Heute ist nicht aller Tage, wir kommen wieder, keine Frage. Warum und wo sind wir jetzt? Das, was wir machen, das nennt man Follow-up. Oh. Das war der neue deutsche Begriff dazu. Wir sind heute da, wo wir schon mal waren. Da waren die Temperaturen ein bisschen angenehmer, als momentan gerade sind. Wir sind bei Albus und da haben wir uns ja ganz viele Sachen angeschaut. Bei unserer ersten Testfahrt am Gaisberg mit diesem E-Bus, was da alles so also kommt. Und die ganzen Pläne uns angeschaut, ja, und diese Pläne sind umgesetzt in einer Geschwindigkeit, die absolut atemberaubend ist. Und das, was wir da jetzt haben, ist die leistungsmäßig beste Ladestation im Umkreis von, weiß nicht wie viel, 100 Kilometer, außerdem überdacht. Es gibt sicher schon einige von unseren Zuseherinnen, die mit einem E-Bus mittlerweile mitgefahren sind, sind mittlerweile einige im Einsatz und heute schauen wir uns einmal an, wie das da im Hintergrund so läuft. Und vor allen Dingen geht es uns darum, Winter, es ist kalt, der Batterie ist kalt und uns ist kalt. So ist's. Aber bevor sich Harry und Gary aufwärmen dürfen, begleiten wir Albus-Chef Hermann Heckel und Christoph Zimmerer von der Salzburg Netz GmbH zur neuen Trafostation. Hier wird der Strom für die neuen E-Ladestationen angeliefert. So Christoph, jetzt sind wir in unserem Herzstück herinnen. Gell, erklär mir nochmal genauso, wie das so halbwegs funktioniert, dass ich auch verstehe. Hey Hermann, du sagst es. Eine private Trafostation. Man sieht da die 30 kV Schaltfelder, wo wir euch eingebunden haben und dann den Längstrenner, wo dann die Übergabe erfolgt von uns, von der Salzburg Netz, auf euch zu der privaten Trafostation mit euch eine zwei Trafos, mit denen die Ladestellen betreibt. Und von da kommt jetzt der ganze Strom für unsere Ladesäulen? Von da kommt jetzt der ganze Strom für eure Ladesäulen und wenn wir das Kabel dann wieder anschneiden, dann haben wir auch genug Soft noch für die zukünftigen Ladestellen. Harry trifft in der Zwischenzeit Martin Weiß. Martin hat mit seinen Kollegen den neuen Ladepark installiert. Martin, du bist der Herr der Ladestationen und des Ladeparks. Ladesäulen sieht jeder, ja. Nur den Untergrund sieht man jetzt natürlich nicht mehr. Das möchte ich jetzt auch mal ein bisschen sagen. Also wir haben hier, das ist ein Paket, das man braucht für eine Ladesäule. Mhm. Ja, und in Summe haben wir 3,8 Kilometer Kabel verlegt. Und wie schaut das also das Innenleben aus? Ja. Das Innenleben schaut dann so aus. Wenn man den ein bisschen weg. Geht schon. So. Das ist jetzt die Seiten, wo wir reinkommen. So sieht eine Ladesäule also von innen aus. Ganz schön viel Technik, Sicherungen und vieles mehr. All das braucht es, damit Elektrobusse schnell und vor allem zuverlässig mit sauberem Grünstrom geladen werden können. Bei der letzten E-Busfahrt unserer E-Profis hatte es über 25 Grad plus. Heute sind es minus 5. Wie wird sich der E-Bus bei kalten Temperaturen schlagen? Letztes Mal sind wir am Gaisberg aufgefahren, ja. Da war noch Sommer. Ja. Wie ist sich denn seitdem gegangen mit den Bussen? Ja, es läuft eigentlich alles super, alles planmäßig. Wir haben Sommer- und Winterbetrieb jetzt eigentlich schon mit den Bussen so und sehen natürlich, der Winter ist herausfordernd. Der Winter ist die größere Herausforderung als der Sommer. Die Klimaanlage tut einem komischerweise oder Gott sei Dank fast gar nichts an der Reichweite. Im Winter ist die Reichweite natürlich schon ein wenig kein Thema. Aber haben wir mit dem MAN so hingebracht, dass wir eine Wintersteuerung für die Heizung haben und jetzt die Reichweite wieder kein Thema eigentlich nicht mehr ist. Das letzte Mal, wenn wir gefahren sind, habt ihr genau einen Bus gehabt. Das ist also der Gaisberg-Bus gewesen, mittlerweile der berühmte Gaisberg-Bus. Und jetzt habt ihr aber mehr Busse im Einsatz. Fix auf die Linien 181 und 36 und den siebten Bus, was wir noch haben, den setzen wir genauso auf der Linie 181 und 36 ein und auch am Gaisberg wieder. Nachdem ja schon so viele Busse im Einsatz sind, sind natürlich auch schon ganz viele Leute damit gefahren. Wie kommen denn diese E-Busse bei euren Fahrgästen so an? Wenn wir am Wochenende mit dem Elektrobus gefahren sind und unter der Woche fahren wir wieder mit einem Dieselbus, dann sagen die Fahrgäste schon zu unseren Fahrern, warum fahrt ihr jetzt da wieder mit keinem Elektrobus? Folgedessen wissen wir, es fällt einmal die Leute auf jeden Fall auf, die sagen, der Bus ist viel ruckfreier bei der Bewegung, weil das von Beschleunigen im Bremsen einfach um so viel angenehmer für die Fahrgäste ist, dass sie sagen, super, das taugt uns. Und das Feedback von den Leuten ist einfach für uns überraschend richtig, dass sie sagen, das ist richtig eine innovative Sache.
Aber wie lassen sich die Erfahrungswerte von Bus auf normale Pkw umlegen? Worauf müssen wir achten, wenn wir zum Beispiel bei tiefen Temperaturen unter 0 Grad weit mit unserem E-Auto kommen wollen? Kann uns das Auto selbst helfen? Welche Punkte sind jetzt wichtig, wenn es um die Ausstattung des Fahrzeugs geht? Da haben in Wirklichkeit die meisten E-Autos sowieso Sitzheizungen verbaut und Lenkradheizungen verbaut. Beides sehr wichtige Dinge. Ein weiterer Punkt, auf den man schauen sollte, ist die Art der Verglasung. Das Auto gibt ja die meiste Wärme über die Scheiben logischerweise ab und da gibt es bei vielen Modellen sogenannte Doppelverglasungen. Das kennt man ja von der Horma, da haben wir auch Wärmeschutzverglasung und sowas Ähnliches gibt es im Fahrzeug auch. Das senkt natürlich die Heizleistung im Winter und damit den Energiebedarf schon signifikant ab und auf das sollte man bei der Auswahl des Fahrzeugs achten. Ein wichtiger Punkt ist auch die Auswahl des Reifens. Wir haben ja jetzt logischerweise Winterreifen drauf und da ist es wichtig zu schauen, dass man bei der Wahl des Winterreifens die Effizienzklasse am Schirm hat. Das heißt, dass in Wirklichkeit den Rollwiderstand, weil der Rollwiderstand auf den Stromverbrauch natürlich auch gravierende Auswirkungen hat, genauso wie der richtige Druck. Ja, also der Luftdruck ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Immer schauen, dass man Minimum den Druck drinnen hat, den der Hersteller vorgibt. Ein bisschen drüber schaut in Wirklichkeit auch nicht. Drunter ist schlecht, weil drunter geht es auf den Stromverbrauch und das wollen wir de facto ja nicht wirklich haben. Bei Elektrobussen werden die kleinen Helfer derzeit gerade ausgetüftelt und im Fahrbetrieb getestet. Während Temperaturen im Plusbereich kaum ein Problem sind, kann sich das schnell ändern. Wenn wir hier jetzt die Tage haben, richtig mit 7 Grad, 8 Grad minus, da wird es natürlich schon eine Herausforderung für die Reichweite vom Bus. Weil einfach wir gesehen haben, wir brauchen fürs Heizen mehr Energie als wir fürs Fahren. Und wo wir sagen, okay, wir müssen die Innentemperatur vom Bus ein bisschen senken, weil er braucht nicht 24 Grad, weil wenn es draußen minus 8 Grad hat und der steigt mit einer dicken Jacke ein in den Bus und dann sind ja die 24 Grad sogar unangenehm. Nicht? Und die Reichweite ist um ein Drittel mit der Umstellung von der Heizkurven weiter geworden wieder. Das ist natürlich ein riesen Erfolg gewesen. Nicht? Man sieht also, kleine Anpassungen in der Software haben große Auswirkungen auf die Reichweite und das Wohlbefinden der Fahrgäste. Zurück in der Remise muss der Bus jetzt an die Ladesäule. Und eigentlich lädt so ein richtig riesiger Bus genauso wie ein kleines Auto. So, der Bus ist jetzt gerade gekommen, der hat nicht ganz 50% Ladung noch und jetzt laden wir ihn auf, dass er für den Einsatz wieder bereit ist. Da haben wir Ladedecken oben, dass kein Staub und kein Dreck nicht reinkommt. Jetzt nehmen wir die Ladesäule 2 und den Ladepunkt 3, stecken wir den Bus so. Jetzt identifiziert sich der Bus mit der Ladesäule. Jetzt kommuniziert er, liest er die Fahrgestellnummer aus, dass er weiß, darf der Bus da an der Ladesäule laden und wird er freigeschalten. Fertig aufgeladen, Deckel zu und schon kann der Bus wieder Fahrgäste quer durch Salzburg transportieren. Wir haben heute also gelernt. Für einen großen Fuhrpark braucht man einen starken Partner wie die Salzburger AG für einen starken Ladepark. In der Elektromobilität werden besonders mit Softwareoptimierungen laufend Verbesserungen erzielt. Und mit ein paar Tricks kommt man mit dem E-Auto auch heute schon problemlos durch den Winter.